Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ja eine wunderbare Kulisse. Wir haben schon gedacht, wie wir gehört haben, ab Mittwoch bis Freitag Streik. Da wird es wahrscheinlich mager aussehen im Publikum, aber Sie sind alle da. Wunderbar. Ja, ich möchte Sie, wie gesagt, recht herzlich begrüßen hier in diesem wunderbaren Saal der Hochschule für Musik und Theater München. Wir sind ja mit dem Jazz-Institut kurz ausgezogen und sind drüben im Gasteig im HP8 und freuen uns aber immer wieder, wenn wir hier zu Gast sein dürfen und hier unser Jazz im Konzert machen dürfen. Dieses Jahr unter dem Motto Neujahrskonzert. Und da passt ja auch der Titel dazu, Salute to Count Basie von Duško Gojković. Das ist ein schöner Salut zum neuen Jahr und wir steigen gleich voll ein mit ins Programm. Und ich möchte gleich jetzt meine Kollegen, meine lieben Kollegen, die Dozenten begrüßen. Und die Big Band hat jetzt nochmal kurz Pause und kommt dann im zweiten Teil wieder. Ja, einer ist schon da, das ist der bestangezogenste Professor, den ich kenne, Florian Trübsbach. Alistair Duncan an der Posaune. Tizian Joost am Klavier. Henning Sieverts am Kontrabass. Und Sie haben in der Big Band schon gehört, Christian Lettner am Schlagzeug. Ja, wir haben seit längerem kein Dozentenensemble mehr zusammengestellt und dieses Jahr war es einfach, von allen Seiten haben sie gesagt, ja, warum spielt ihr nie mit den Dozenten? Und wir haben es jetzt geschafft, wir haben gestern eine Probe gemacht und sind, ja, wir kommen von außen, ja, viele, der Florian hat heute noch ein Fahrrad, einen Platten gehabt, erst hat er mir ein Foto geschickt von einem Fahrradplatten, dann war das Auto kaputt. Aber wir sind alle da und wir spielen jetzt ein Stück von Kenny Dorham mit dem Titel Short Story. Viel Spaß. Thank you.
Ja, ein wunderbares Stück, Short Story. Kenny Dorham, vielleicht einer der most underrated Trumpet Players. Man hat ihn auch den Underground King genannt. Gibt es auch ein schönes Stück. Okay, das nächste Stück ist eine Komposition von Florian Trübsbach. Another Bossa Nova.
Dankeschön. Florian Trübsbach. Wunderbares Stück. Ja, und dann haben wir noch einen Komponisten in der Band, den Henning Sieverts am Bass. Und it's one of my favorite tunes. Wir haben das schon ein paar Mal gespielt in anderen Formationen. Man kann das in allen möglichen Konstellationen spielen. Das erste Mal, glaube ich, habt ihr es im Quartett aufgenommen, gell? Ja. Mit Peter Omar oder im Trio sogar. Und heute eine Sextett-Version als Premiere. Das Titel, das Stück heißt Stop and Go. Thank you.
Dankeschön. Henning Sieberts. Tizian Joost. Christian Lettner. Florian Trübsbach. Alistair Duncan. Dankeschön. Ja, wir nutzen die Konzerte ja immer, dass wir so viel wie möglich verschiedene Facetten unseres Unterrichts und unserer Ensembles und unserer Dinge, die wir da so tun, vorstellen können. Der eine oder andere von Ihnen oder die eine oder andere von Ihnen war bestimmt schon auch bei anderen Konzerten im Saal X oder im alten Gasteig, damals im Karl-Orff-Saal. Da haben wir das ähnlich gemacht, auch bei der Jazznacht. Jetzt kürzlich hatten wir ja in der Isar-Philharmonie unser Preisträgerkonzert mit einem tollen Gast, Ivan Linz. Und heute haben wir Ähnliches vor. Im zweiten Teil möchten wir ja einen Kollegen vorstellen, der, finde ich, ganz Besonderes geleistet hat und jetzt bald in den Ruhestand geht. Und er hat aber nochmal ein Big Band-Programm geschrieben, das wir jetzt kürzlich auch drüben im Saal X aufgeführt haben. Und Sie kommen dann im zweiten Teil in den Genuss, einen Ausschnitt des Programms zu hören. Aber bevor wir in die Pause gehen, stehen die nächsten Studierenden schon in den Startlöchern. Und zwar, das ist auch schon Tradition, dass wir gerade hier auf dieser Bühne einen Teil unserer Gesangsklasse vorstellen. Und da gibt es einen Dozenten, der für uns hauptsächlich international tätig ist. Er hat die Kooperation mit der Mongolei in die Wege geleitet und ist ansonsten auch in Brasilien unterwegs und in der ganzen Welt. Und zwar meine ich Martin Zenker. Ich würde mal sagen, einen Applaus für den Martin, weil er macht wirklich viel für uns. Und er hat mit diesem Ensemble gearbeitet. Das ist jetzt noch nicht hier lange zusammen, glaube ich, erst seit diesem Wintersemester. Und wenn ich gleich mal die Sängerin vorstellen darf, Natalie Mischok. Und wie es dann immer so schön heißt, gerade von den Gesangsdozentinnen, die sagen dann immer, die müssen ihre Stücke selber ansagen. Und deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr und lasse sie einfach spielen und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem ersten Vokalensemble. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear a thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Thank you.
time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear a thunder, don't run under a tree. Pennies from heaven, pennies from heaven, pennies from heaven for you and me. Valentin Gramm am Klavier. Das war Pennies from Heaven. Als nächstes hört ihr Love for Sale. Viel Spaß. Appetizing young love for sale, for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love is
childish way. Valentin Gramm am Klavier, Max an der Gitarre, Loni am Bass, Jonas an den Drums und Nathaniel an der Posaune. Als nächstes hört ihr ein anderes Ensemble. Und das wird Robin jetzt für euch genauer erklären, was sie singen wird. Bei der Gelegenheit möchte ich vielleicht kurz anmerken, wenn es noch nicht angemerkt wurde, ich habe es hinten nicht so gehört, weil so mit einem Ohr. Und zwar die Loni Lipp ist für dieses erste Ensemble eingesprungen, weil der Tibor Lampe kurzfristig erkrankt ist und sie hat das quasi ohne Probe gemacht. Das ist ja ein Sonderapplaus, oder? Ja, so ist es im Jazz. Wir sind flexibel und das muss man natürlich auch gleich in so einer Konzertsituation ausprobieren. Und jetzt viel Spaß mit Robin Henn. Ich weiß nicht, ob es angekündigt wurde, was ich jetzt singe. Der nächste Tune ist Angel Eyes.
Der nächste Tune ist A Foggy Day von Gershwin. A foggy day in London town had me low, had me down. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last? But the age of miracles had passed. For suddenly I saw you there, and in that foggy London town, the sun was shining. And
Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar, wie die das machen. Wie es immer so schön heißt, so locker. Locker vom Hocker. Die Robin ist erst im ersten Semester. Ist doch. Das ist ja auch das Schöne, dass sich das immer so vermischt. Also wir haben da keine Regeln, dass nur Erstsemestler oder Drittsemestler miteinander spielen, sondern das mischt sich alles durch in den Ensembles. Und natürlich müssen die bestimmte Basics natürlich erlernen, die sie dann umsetzen können, bis sie dann später ihre eigenen Stücke schreiben und ihre eigenen Bands formieren und letztendlich dann beim Bachelorabschluss ihr eigenes Projekt auf die Beine stellen und vielleicht beim Master noch verfeinern. Aber das ist so der Werdegang, weil im Jazz ist es ja auch wichtig, dass man nicht nur Interpret ist, sondern auch Komponist und ja, das machen die alle wunderbar. Also wir sind da ganz stolz. Ja, Sie haben sich jetzt eine Pause verdient. Es gibt ein Catering und ja, stärken Sie sich, erfrischen Sie sich und nach der Pause kommt die Big Band. Bis gleich, wir sehen uns.
Willkommen zum zweiten Teil. Ich hoffe, Sie haben alle was zu trinken bekommen und haben sich gestärkt und können sich jetzt zurücklehnen für den zweiten Teil. Ja, das ist jetzt was ganz was Besonderes. Das ist im Prinzip eine Art Premiere auch. Ich habe den Herrn, der gleich als Solist auf die Bühne kommt, kennengelernt. Wann war das? Ich glaube 82 haben wir irgendwann drüber gesprochen. Damals war er schon in München und hat sein Können auf der Gitarre unter Beweis gestellt und das hat sich so durchgezogen. 92 hat er dann angefangen, am Richard-Strauss-Konservatorium damals in der Jazzabteilung zu unterrichten. Ich kann mich noch erinnern, dass Kurt Maas sehr stolz war, ihn zu gewinnen fürs Dozententeam, weil Peter O'Mara war damals schon einer der bekanntesten Gitarristen, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Er hat dann mit einem sehr erfolgreichen deutschen Jazz-Saxophonisten gespielt, und zwar mit Klaus Doldinger. Ich glaube, über 25, 30 Jahre war er der Gitarrist in seiner Band. Übrigens haben wir in unserem Dozententeam mehrere, die mit Klaus Doldinger gespielt haben. Da sitzt noch einer, der Christian Lettner, der Hausschlagzeuger von Klaus Doldinger. Ja, was soll ich sagen? Und er hat dann gemeint, ja, in der Corona-Zeit wusste er auch nicht so genau, was er machen soll. Und dann hat er überlegt, ein Big-Band-Programm zu schreiben. Und das ist für einen Gitarristen schon sehr erstaunlich, sich auch mit so vielen Bläsern auseinanderzusetzen. Er hat ein Big-Band-Programm geschrieben, ich glaube mit 16 Titeln. Und wir haben da mal drüber gesprochen. Ich war ganz überrascht. Und dann haben wir gesagt, ja, das wäre doch absolut toll, wenn wir das machen würden. Gerade in seinem letzten Jahr, wo er bei uns unterrichtet und dann in den Ruhestand geht. Aber für einen Jazzmusiker gibt es ja sowieso keinen Ruhestand. Also ich glaube, bei ihm geht es dann erst richtig los. Aber wie gesagt, er hat dieses Big Band Programm geschrieben. Wir haben das geprobt, haben angefangen im Wintersemester das zu proben und haben das im Saal X aufgeführt mit zwei Teilen, mit einem akustischen Teil, ein elektronischer Teil sozusagen. Und heute wollen wir einen kleinen Ausschnitt von dem Programm spielen und das sind fantastische Stücke und ein Solist wie ihn, ja, Sie werden es gleich hören. Begrüßen Sie mit mir Peter O'Mara. Thank you.
Vielen Dank. Ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein, also mit dieser wunderbaren Band von der Münchner Hochschule, oder die haben jetzt einen neuen Namen, Munich University Jazz Orchestra. Also. Ich stelle die Musiker später vor, aber gerade hatten wir Barton und Saxophon Kazar Ganbatar. Und das Stück hieß Scufflin, was so viel bedeutet wie Kämpfen mit dem Leben. Aber es ist natürlich nur ein Name. Das nächste Stück, ich mag Wortspiele. Und es gibt ein ganz berühmter Jazz-Standard, das heißt Autumn Leaves. Und übersetzt die Blätter. Und mein Stück heißt When the Autumn Comes.
Vielen Dank. Am Anfang, die Melodie hat Schoko Köbel gespielt, wie ein Gott. Und am Klavier Liu Lin. Genau, ich habe jetzt ein Stück, oder ich möchte ein Stück vorstellen, das in 6 Viertel ist. Denkt man sich, ja, und? Als wunderbaren 6 Viertel ist, dass man das unterteilen kann in 4. Und jetzt möchte ich ein kleines Versuch machen, bevor wir eigentlich loslegen. Ich möchte, dass die Band diesen Rhythmus klatscht. Was man mit 6 Viertel machen kann. Man muss ein bisschen üben natürlich. Okay, und dann, es gibt andere, weitere Aufteilungen. Und dann habe ich mir gedacht, das Ganze ist ein Enigma. Thank you.
Und Valentin Gamm am Keyboard. Und Christian, ich muss es schon sagen, ohne ihn wäre das nicht so lustig. Okay, ich glaube, ich kann jetzt die Band vorstellen. Es ist eine gute Zeit. An den Trompeten haben wir Sebastian Schoko-Köbel. Boris Sadronja. Trompete. Louis Behnke. Daniel Akhikbi. Posaunen, Marie Kuha. Michael Haas. Fabian Graf. Nathaniel Gates. Saxophon-Satz, Katharina Pfeiffer. Montemühlen, Bayern Jagau. Louis Burger. Linus Kotaru. Und Kazar Ganbata. Keyboards habe ich gerade vorgestellt. Valentin Gramm und Lü Lin vorhin am Klavier. Lukas Krank spielt Kontrabass und E-Bass. Und Christian Lettner. Okay, unser letztes Stück jetzt, also vor der Zugabe, ist, ja, ist mir einfach als Komponist, manchmal kämpft man ziemlich mit Stücke und hier war das gar nicht so. Das habe ich ganz schnell geschrieben und ich habe mir gedacht, es kann nichts sein. Also es heißt dann, it is what it is. Thank you.
Also am Altsaxophon Muntemühlen waren ja da. Ja. Wunderbar. Peter O'Mara, Peter O'Mara, Peter O'Mara. Was für eine Komposition. It is what it is. Auf Bayerisch, es ist, wie es ist. Ja, jetzt, I mean, das ist ein Ohrenwurm. Mit so einer Melodie nach Hause zu gehen, ist doch wunderbar. Peter, danke schön. Wunderbare Komposition, wunderbare Arrangements. Vielen Dank. Ich muss mich bei dir bedanken, auch Klaus, weil du das hier möglich gemacht hast. Also ich habe vor 2 Jahren oder so angedeutet, oder 1,5 Jahren, dass ich Big Band Arrangements habe, und du hast so genickt. Und dann, jetzt ist es passiert. Also wir haben ja sogar am 14. Dezember gespielt, also das ist quasi fast wie eine Tournee jetzt. Ja, also vielen Dank. Ja. Ja, bevor wir jetzt das letzte Stück spielen, mit Peter zusammen und mit der fantastischen Big Band, ihr habt das wirklich toll gemacht. Ich kann es mir immer nicht verkneifen, von meinem alten Bandleader eine kleine Anekdote zu erzählen. Das war ja der Max Greger, mit dem habe ich ja ewig lang gespielt. Und da waren ja immer die tollsten Jazz-Musicians in der Band, und er hat immer irgendwie welche Späßchen gemacht, und er hat uns immer motiviert, und dann hat er immer gesagt, es gibt so Garderobenmusiker. Und er hat gesagt, was ist ein Garderobenmusiker? Ja, das sind die Musiker, die in der Garderobe das Blaue vom Himmel runterspielen und auf der Bühne dann irgendwie, ja, so mittelmäßig spielen. Und ich glaube, wir haben hier keine Garderobenmusiker, sondern wir haben echte Bühnenmusiker hier. Ja, es ist eine Freude. Ich bin selbst immer überrascht, weil ich selber immer sehr nervös bin, ob das Programm auch klappt. Und dann hört man die Proben und denkt, naja, und dann abends spielen die unglaublich auf. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, auf jeden Fall herzlichen Dank an alle Beteiligten auf und auch hinter der Bühne natürlich, das Tonteam, Tontechnik und die Videotechnik. Das Ganze wird ja auf Livestream, wurde das heute gesendet auf YouTube. Der Livestream, der bleibt auf dem YouTube-Channel der Musikhochschule. Sie können das auch im Nachgang nochmal anschauen und anhören mit einer super Anlage, und dann hören Sie sich selber klatschen, ist doch auch was Schönes. Na, tolles Team, also herzlichen Dank für alle Technicians, die hier beteiligt sind, und für das Organisationsteam, sonst könnten wir das hier mit unseren Studierenden und Lehrenden gar nicht machen. Also vielen Dank an alle. Und das hat mir meine Assistentin noch gesagt, das muss ich unbedingt sagen, dass natürlich auch die Möglichkeit einer Spende besteht. Das wird im YouTube-Channel auch eingeblendet. Das hilft natürlich und kommt immer unseren Studierenden zugute mit Equipment und Ausstattung. Das ist immer ganz toll. Und der größte Dank gilt natürlich Ihnen, unser Publikum.
vor allem, dass Sie jetzt heute auch so bei diesem Wetter und bei diesen Widrigkeiten so zahlreich erschienen sind und das ganze Haus voll gemacht haben, hätte ich beinahe gesagt. Also, wir haben ausverkauft. Vielen Dank, dass Sie. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unsere nächsten Konzerte besuchen. Es gibt noch einige Prüfungskonzerte drüben im Saal X, auch im Jazzclub Unterfahrt. Das sehen Sie alles auf der Website. Und wie gesagt, wir freuen uns und vor allem die Studierenden. Und jetzt zum Schluss würde ich die Kollegen nochmal auf die Bühne bitten, dass wir Florian Trübsbach und Alistair Duncan. Und dann verabschieden wir uns mit einem wunderbaren Titel von Peter Wang Thang. Vielen Dank, vielen Dank. Thank you.
the Munich University Jazz Orchestra. Peter O'Mara. Alistair Duncan. Florian Trübsmann. Christian Lettner. The band. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Dankeschön. Danke.